Michael Wucherer, Einsatzleiter Rettungsdienst. Ja, wir sind in Esslingen im Stadtteil Krummenacker. Hier kam es zu einem Wohnungsbrand. In dessen Verlauf wurden 3 Personen verletzt. Die Person aus der Wohnung, die gebrannt hatte, wurde schwer verletzt und noch ein Ehepaar gilt bei uns als leicht verletzt. Es wurden alle 3 hier vor Ort versorgt und in die Esslinger Klinik gebracht. Betreuung ist hier nicht notwendig. Die Personen, die aus dem Gebäude gerettet wurden, zum Teil aber den Balkon von der Feuerwehr mit einer Leiter, können in ihre Wohnungen wieder zurück. Von daher ist für den Rettungsdienst hier die Aufgabe schon erledigt. Der Rettungsdienst war hier mit einem Notarzt und 3 Rettungswagen vor Ort und die Feuerwehr nach meinem Kenntnisstand mit 2 Löschzügen. Dann war noch die Polizei hier mit dabei und so konnten wir die Einsatzlage hier schnell und ruhig abarbeiten.